Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von DM Exclusive Design. Wir haben heute den lieben Micha zu Gast. Hallo. Herzlich willkommen. Ja, er hat sich über das BMW F10 Forum dazu bereit erklärt, sein Fahrzeug auf die M550 Dieseloptik umzurüsten. Das geschieht bei uns mit unserer exklusiven Anlage, Performance-Anlage, die extra für uns in Deutschland hergestellt wird. Logischerweise mit ABE, das ist auch ganz wichtig. Und ja, gleichzeitig bekommt er unseren Performance-Diffusor in Hochglanzschwarz, Blenden in Hochglanzschwarz. Also ich denke, das wird schon sehr, sehr speziell. Du bist, glaube ich, genauso aufgeregt, wie wir es sind, weil es ist natürlich unser erstes Projekt, was wir hier vor Ort umbauen. Ja, gleichzeitig möchte ich natürlich den Mike vorstellen. Hallo. Er ist ab jetzt unser Kfz-Mechatroniker und wird mit uns einige Videos drehen. Ich freue mich schon drauf. Ich mich auch, auf jeden Fall. Und ich glaube, wie viel Erfahrung bringst du mit? Über 20 Jahre. Über 20 Jahre. Also, wie gesagt, das ist schon extrem wichtig. Er hat eine Leidenschaft fürs Tuning. Ich glaube, du baust Autos selber um. Ja, ich habe meine Autos immer getuned. Also, beste Voraussetzung, würde ich mal sagen. Und man braucht auch ein bisschen Fingerspitzengefühl. Unsere Teile sind top, aber natürlich nicht immer hundertprozentig. Wer das sagt im Zubehör, der lügt einfach. Ja? Deswegen, wir versuchen immer das Beste rauszuholen und ich würde auch behaupten, dass das Preis-Leistungs-Niveau immer top ist. Ja, wir werden uns jetzt gleich anmachen. Du kriegst einen Leihwagen von uns. Ja, das ist bei uns auch immer möglich. Wir haben immer Leihwagen für Kunden zur Verfügung. Kannst dich ein bisschen in die tolle Stadt Aalen begeben, sehen uns dann in 2 Stunden ungefähr wieder und dann gucken wir uns das Ergebnis an. Bis gleich. Ja, unser lieber Kunde, der Micha, ist jetzt weg und jetzt können wir uns ein bisschen austoben. Ne? Womit fangen wir an? Diffusor muss, glaube ich, ab, ne? Wir werden erstmal das Auto vorne beziehungsweise hinten erstmal zerlegen, ja. Auspuffanlage drunter wegnehmen, gucken, was wir alles brauchen, gleich die schönen neuen Teile auspacken, ja. Gucken, was wir da alles zur Verfügung gestellt bekommen haben. Dann werden wir, nachdem wir alles verlegt haben, loslegen, würde ich sagen. Genau, okay, fahren wir das Schätzchen jetzt hoch und ja, dann fangen wir an, oder? So, dann packen wir jetzt mal alles aus. Jo. Also hier ist unser Performance-Diffusor in Hochglanzschwarz. Die Artikelnummer 91489 aus unserem Programm. Wird bei uns lackiert und hat dementsprechend Shadowlight Design. Zur Umrüstung auf Duplex. Wichtiges M-Paket muss vorhanden sein. Das ist ganz wichtig. Und passt auch auf den originalen M550. Selbstverständlich ist das Produkt bei uns mit ABE. Ganz, ganz wichtig. Weil dieser Performance-Diffusor, der fällt schon auf im Straßenverkehr. Und so, da ist das schöne Teil. Ich würde sagen, sagenhaft, oder? Unsere Auspuffblenden lackiert in Hochglanzschwarz. Man sieht das ja schon hier. Mit den passenden Verbindungsschellen. So, das ist sehr, sehr wichtig. Sieht schon richtig gut aus. Ja, sieht schon mal ganz gut aus. Macht schon Eindruck. Ja. Legen wir schon mal zur Seite, das brauchen wir gleich. So, genau, das ist das, wie bereits erwähnt, angekündigte Umrüstkit. Ne, das heißt, alle Kunden, die einen 530 Diesel haben, bekommen dieses Umrüstkit kostenlos mitgeliefert. Da werden jetzt gleich entsprechende Verbindungsstücke sein. So, da sieht man das schon. Genau. Und eine Verbindungsschelle. Logischerweise 100% Edelstahl, in Handarbeit gefertigt. So, das legen wir auch schon mal zur Seite. Legen wir einfach mal hin, weil das ist logischerweise ein bisschen schwerer. Unsere Performance-Anlage kommt komplett inklusive Montageanleitung. Gibt es bei uns in mehreren Variationen im Online-Shop erhältlich. Mit den Blenden in Hochglanzschwarz. Umrüstung auf 535 Diesel ist auch mit dabei. Ja, und jetzt gucken wir uns das Ganze mal an. Ich weiß gar nicht, was hier jetzt drin ist. Wahrscheinlich ein Verbinder. Ja, Verbinder wahrscheinlich wieder. So, da sind ja, Schellen. Schellen. Alter. Ja. So. Und Schrauben halt noch. Ja. So, was finden wir hier vor, mein lieber Mike? Wir finden 2 Verbindungsrohre. Ja.
werden wir auf jeden Fall brauchen, das kann ich schon mal sagen. Ein Endtopf. Ein Endtopf, genau. Der wird auf der linken Seite sein. Dann werden wir ein Verbindungsrohr auf die rechte Seite. Um den Diffusor abzuschrauben bzw. abzumontieren, brauchen wir einmal eine kleine Knarre, 10er Nuss. Dann können wir diese Schrauben lösen. Um diese Plastikstopfen rauszunehmen, nehmen wir einen Hebel, der so ein bisschen aussieht wie eine Gabel, damit wir da richtig vernünftig reinziehen können. Dann können wir die rausziehen, dann runtergreifen, einmal mit der Gabel rein und direkt rausziehen. Wenn wir die Schrauben und die Klipse rausgenommen haben, können wir die erste Verkleidung vom Unterbodenschutz abnehmen. Ein bisschen was runter, ne? Da kommt oft was runter, ja. Okay, Diffusor ist jetzt quasi auch schon gelöst, ne? Der, Diffusor ist jetzt schon teilweise lose. Ja. Den müssen wir jetzt gucken, dass wir den aus der Stoßstange ausklipsen. Allerdings, da wir zwei Endrohre anbauen, werden wir jetzt diese Verkleidung auch noch abschrauben vorher. Dafür nimmt man ein 8er T-Stück, kleine Knarre, 8er Nuss, je nachdem, was man hat. Dann brauchen wir noch kleine Knarre mit der 10er Nuss und schrauben die Plastikmutter. Dann schauen wir hier noch an der Verkleidung, müssen wir noch eine Schraube legen. Noch eine. Diese Verkleidung abnehmen. So, dann können wir den Diffusor ausklipsen und ganz normal vorsichtig rausnehmen, abnehmen. Um uns Übersicht zu verschaffen, werden wir jetzt den Endtopf erstmal von der restlichen Auspuffanlage trennen an diesem Stück. Jetzt haben wir den eingesägt. Jetzt werden wir die Halterung lösen, damit wir den Endtopf runternehmen können. Dazu schraube ich hier 13er Nuss, Knarre, Verlängerung, den Halter los. Ich habe mir inzwischen den Getriebeheber geholt, um den Endtopf zu stützen. Wenn man keinen Getriebeheber hat, wäre es natürlich besser, wenn man das zu zweit macht. Einer schraubt, der andere hält. Dann habe ich den Auspuff jetzt abgestützt und kann jetzt die beiden Halter komplett abschrauben. Optional kann man auch direkt das Gummi aus dem Halter rausnehmen. Ist aber ein bisschen komplizierter, deswegen schraube ich schneller ab. Das ist eine 10er Innentorx-Schraube. Auch hier, die schraube ich raus, damit ich den Halter lösen kann. Der Endtopf ist ausgebaut. Damit hätten wir denn soweit alles zerlegt. Jetzt nehme ich die Gummis von den Haltern ab. Dann nehme ich den Endtopf, werde die Gummis, die ich gerade von dem alten Topf abgenommen habe, montieren. Dann können wir gucken, dass wir den Auspuff wieder montiert bekommen.
darauf achten, dass der Halter richtig rumsitzt. Dann können wir die Mutter ansetzen. Auf der anderen Seite die andere Schraube. Nachdem wir den Auspuff angegangen haben, werden wir jetzt die Halter mit den mitgebrachten oder mitgeschickten Sicherungen sichern. Die Schraube ist 2,5er Imbus. Das gleiche machen wir mit dem zweiten hier. Als nächstes verbinden wir die Originalauspuffanlage mit dem Endschalldämpfer. Setzen die Schellen an. Die Schellen, die ziehen wir erstmal nur handfest, damit wir hinterher die Blenden alle schön und Auspuffanlage anpassen können. So. Als nächstes setzen wir das Rohr für die rechte Seite an. Auch hier ziehen wir die Schelle nur mit der Hand vor. Bevor wir das letzte Rohr ansetzen, montieren wir erst den Halter. Als nächstes würden wir die Endrohrblenden montieren. Um die aber vernünftig auszurichten, montieren wir erst den Diffusor. Der wird überall geklipst, damit hinterher mit Nasen befestigt. Seitlich wird der Diffusor mit diesen Klammern befestigt. Jetzt montieren wir die untere Verkleidung vom Diffusor. Die Verkleidung wird wieder mit den originalen Klipsen befestigt. Dann schrauben wir die Blende mit den drei Schrauben wieder fest. Durch das Verdrehen der einzelnen Rohre können wir die Endrohrblenden besser einstellen. Für die finalen Anpassungsarbeiten montieren wir die Auspuffendblenden. Um die Blende vernünftig anzusetzen, passen wir nochmal das Endrohr an. Nun können wir auch die Blende anpassen. Bei Fahrzeugen mit Hinterachslenkung ist beim Einbau darauf zu achten, dass mindestens 2 cm zwischen Leitung und Rohr sind. Das gleiche gilt auch beim Schalter bzw. Stecker und Rohr.
So, der liebe Micha steht jetzt gerade bei mir und er weiß natürlich noch nicht, wie das Fahrzeug aussieht. Ich natürlich schon. Kannst du dir vorstellen? Sollte natürlich so sein. Und natürlich Performance, ne? Das ist natürlich ganz wichtig. Wir haben natürlich nicht nur die Umrüstung gemacht, sondern da waren ja noch so ein paar kleine Macken, Dellen an dem Fahrzeug. Da haben wir natürlich nochmal unseren Smart Repair Experten rangelassen, dass der natürlich da nochmal perfekten Finish erzielt. Und wir nehmen euch jetzt mit und zeigen euch das finale Ergebnis und einfach Weltklasse. Kommt mal mit. Mal gucken, ob er jetzt schon fertig ist. Ich gehe davon aus, er hat natürlich nochmal so ein paar Feinheiten umgesetzt. Und ja, Mike hat auf jeden Fall einiges an Schweiß vertrieben, oder? Hallo. Hallo. Hi, Micha. Ja, und? Was geht? Oh, war ein bisschen Arbeit, ne? Hat aber sehr viel Spaß gemacht. Ja. Ja, und was sagst du? Ja, sieht brutal aus. Ja? Unterschiedlich Tag und Nacht. Hast du dir das so vorgestellt? Ja, auf jeden Fall. Was mir wichtig war, ist auch, dass die Blenden, dass es alles gleichmäßig ist, die Spaltmaßen vor allem. Ja. Wie man hier sieht, aber es ist echt sehr gut gemacht. Ja, wollen wir den Wagen noch einmal für dich auch mal im Buch fahren, dass du auch mal siehst, wie das Ganze jetzt von unten aussieht? Damit man sieht, dass es nicht nur Blenden sind. Hier siehst du deine schöne neue Auspuffanlage, ne? Topf, Verbindungsrohr, zweifaches Rohr, damit wir hier drüben auch schön Optik haben. Ne? Dann super schöne schwarze Blenden, passen super zum Diffusor dazu. Ne? Genau, Bounce-Line ist lackiert, natürlich in Hochglanz schwarz. Ganz wichtig natürlich die KBA-Nummer, das spricht die Zulassung. Bei uns natürlich inklusive ABE, alles aus Edelstahl, 100% und ja, unser Performance-Diffusor aus unserer Serie in Hochglanz schwarz lackiert. Wir haben nochmal die Stoßstange, habe ich ja bereits gesehen, gerade schön beilackiert und kommen wir einmal komplett aufpoliert, ne, damit das Ergebnis auch rundum passt. Ne? Weil was bringt dir so eine geile Anlage, ne, wenn der Rest nicht stimmt? Ne? Macht auf jeden Fall was. Ja, super, perfekt. Was du auf jeden Fall noch beachten solltest, ist, wie auch in der Bedienungsanleitung und der Bauanleitung steht, nach 1000 Kilometer ungefähr nochmal alles nachziehen, ne, dass du auch wirklich guten Sitz, nicht dass dann irgendwas jetzt losrappelt. Solltest auf jeden Fall darauf achten. Perfekt. Ja, in diesem Sinne, ich denke, wir haben einen sehr, sehr zufriedenen Kunden. Und ja, wir verabschieden uns jetzt an dieser Stelle. Folgt unseren Kanälen und wünschen euch einen schönen Tag. Bis demnächst, euer Dem Autoteil und Exclusive Design Team.